Eigentlich wollten wir uns für den Kauf des neuen Tesla noch ein wenig Zeit lassen. Doch manchmal kommt es schneller, als man denkt. Und ja, was uns dazu bewogen hat, dass ich heute hier bereits an der Zulassungsstelle stehe und dieser Tesla tatsächlich anmelde, das werde ich euch in diesem Video erzählen. Ein kleiner Rückblick. In der zweiten Woche der Pfingstferien wollte ich entspannt mit der Familie für einige Tage an die Côte d'Azur fahren. Ein größeres YouTube-Projekt hatte ich nicht geplant. Es sollte ein relaxter Trip mit der Familie werden. So war zumindest mein Plan. Aber dann kam doch alles ganz anders. Kaum hatten wir Genua erreicht, meldete sich unser BMW mit so einigen Fehlermeldungen. Vor allem die Meldung zum Getriebe beunruhigte uns. Mit einem Anruf bei BMW in München konnten wir zwar klären, dass das alles nicht so schlimm sei und wir beruhigt die Reise fortsetzen könnten. Aber trotzdem verblieb bei uns ein Gefühl des Unbehagens. Hatte der BMW vielleicht mein letztes YouTube-Video gesehen? War er nun bockig, da ich angekündigt hatte, dass wir bald zu Tesla wechseln würden? Der Urlaub verlief trotz allem sehr entspannt. Allerdings kamen wir noch während der Reise recht schnell zu der Erkenntnis, dass wir nicht mehr allzu lang mit dem Kauf des neuen Wagens warten sollten. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir noch während des Urlaubs in Südfrankreich den Bestellprozess bei Tesla angestoßen. Es ist ja bekannt, dass man ein Auto bei Tesla ähnlich einfach wie Druckerpatronen bei Amazon bestellen kann. Meine Frau fand das nicht so cool. Autobestellen zwischen Pool- und Strandbesuch fand sie mehr oder weniger unangebracht. Okay, wenn der Uli Hoeneß unserer Familie ein Machtwort spricht, dann steht das Regiment bei Fuß und ich halte meine Klappe. Aber Spaß beiseite, sie hatte ja recht. So eine Bestellung macht man tatsächlich am besten in den eigenen vier Wänden. Daher heute das Protokoll unserer Autobestellung bei Tesla. Heute bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Bereits während der Pandemie hatten wir uns um eine Testfahrt mit dem Model Y bemüht und dabei durchaus positive Eindrücke gesammelt. Nun also eine weitere, zweite Runde, diesmal mit einer Long-Range-Variante. Das Auto gefällt uns, auch in Abgrenzung zum ID. Buzz von Volkswagen und dem Fisker Ocean. Unsere Erlebnisse und die Entscheidungsfindung zugunsten des Model Y habe ich ja bereits im vorherigen YouTube-Video dokumentiert. Wer nochmal schauen mag, das Video ist hier verlinkt. Testfahrt beendet. Da stellt sich die Frage, was man wohl noch für den alten Wagen bekommen könnte. Bei uns ein BMW 2er Grand Tourer. Am liebsten würde ich mit dem alten Wagen bei Tesla vorfahren, die Schlüssel abgeben und mit dem neuen Wagen wieder wegfahren. Und die Inzahlungnahme wird dabei am besten direkt verrechnet. Einfach und schnell. Kein langes Verhandeln und Falschen mit irgendwelchen Händlern. Dass dabei vielleicht ein wenig Geld auf der Strecke bleibt, wäre es uns wert. Aber natürlich will man nicht über den Tisch gezogen werden. Bei Facebook gibt es eine sehr aktive Gruppe rund um das Model Y. Und dort wird unter anderem ausgiebig über die Frage diskutiert, ob sich die direkte Inzahlungnahme bei Tesla rentiert oder auch nicht. Kurz gesagt, die Erfahrungsberichte anderer fallen sehr unterschiedlich aus. Wir probieren es daher selbst aus, bieten unser Fahrzeug bei mobile.de, wir kaufen ein Auto.de und Tesla an. Das Prozedere der Datenaufnahme für ein erstes unverbindliches Angebot ist nach unserer Wahrnehmung bei allen ähnlich. Das Ergebnis überrascht uns dagegen sehr. Teslas Angebot zur Inzahlungnahme bewegt sich merklich über den anderen Angeboten. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen und entsprechend nicht angeben konnten, sind die kleineren Probleme, von denen wir erst später während des Trips nach Südfrankreich erfahren haben. Am Rande, die uns zugewiesene Sales-Mitarbeiterin von Tesla meldet sich in diesen Tagen mehrfach und fragt nach, wie es um unseren Kaufentschluss steht oder ob wir auch noch Fragen hätten. Das ist stets sehr freundlich und alles andere als aufdringlich, aber natürlich schon klar zielgerichtet. Man will verkaufen und das ist auch okay so. Allein uns ist klar, wir bestimmen das Tempo. Zweites Wochenende der Pfingstferien. Wir starten unsere Fahrt an die Côte d'Azur. Auf der Hälfte der Strecke fängt unser BMW an, rumzumucken. Erst fordert er zum ersten Mal in seinem Leben, dass wir Öl nachkippen sollen. Okay, das machen wir natürlich. Wenige Kilometer später dann aber diese Fehlermeldung zum Abstellen des Fahrzeugs. Wir sollen auf jeden Fall die Feststellbremse betätigen, wenn wir den Wagen abstellen wollen. Irgendein Problem mit dem Getriebe. Wir klären den Sachverhalt mit BMW in München ab. Man beruhigt uns. Nichts Weltbewegendes. Man kann damit weiterfahren. Aber wir sollten nach Rückkehr in München vorbeischauen. Die Kosten dürften sich nach einer ersten Schätzung zwischen 800 und 1000 Euro bewegen.
Über das Wochenende haben wir den Sachverhalt am Strand und beim Schlendern durch Saint-Tropez diskutiert und bewertet. Es zeichnet sich ab, dass unser ansonsten problemloser BMW in die Jahre gekommen ist. Für uns steht fest, wir wollen jetzt zeitnah zu Tesla wechseln. Zeitnah, das heißt bei Tesla, dass man am besten einen Wagen aus dem Bestand nimmt. Das sind jene Fahrzeuge, die bereits auf dem Hof eines Tesla-Stützpunkts stehen oder zum Beispiel im Hafen von Barcelona eingelaufen sind, beziehungsweise im Berg Grünheide bei Berlin bereits auf den Abtransport warten. Wichtig für jene, die sich dafür interessieren, einfach mal auf Bestand erkunden klicken und dann prüfen, was aktuell verfügbar ist. Diese Fahrzeuge sind in der Tat sehr kurzfristig zu haben. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Wenn man sich für ein solches Fahrzeug entscheidet, muss man sich recht schnell entscheiden und auch bezahlen. Im Regel innerhalb von 3 Tagen. Für uns ist das im Urlaub nur schwer möglich, denn wir sind im Ausland und unsere Internetverbindung ist nur bedingt stabil und sicher. Unsere Entscheidung? Sowas sollte man in der Tat daheim am eigenen Rechner mit einer gesicherten Internetverbindung machen. Diese Frage haben wir auch mit unserer Verkaufsagentin bei Tesla besprochen und sie hat uns eine Lösung aufgezeigt. Wir bestellen einen Wagen auf normalem Weg außerhalb der Bestandsübersicht, zahlen die obligatorischen 250 Euro Anzahlung und sie blockt uns ein passendes Fahrzeug, auf das wir nach dem Urlaub das Geld organisieren und die Rechnung bezahlen können. Am Rande, wir haben längere Zeit über die Finanzierung, also Leasing oder Barzahlung, diskutiert. Denn zu jenem Zeitpunkt lag die Leasingrate bei einem verlockenden Satz von unter 2%. Wir haben uns dennoch für den Kauf entschieden, denn damit gehört das Fahrzeug uns und wir können damit machen, was wir wollen. Zum Beispiel können wir es folieren lassen und mit Werbung für meinen YouTube-Kanal durch die Welt fahren lassen. Meine Kinder finden diese Idee furchtbar dämlich und rollen bereits mit den Augen, vor allem wenn ich damit ankomme, unsere Gesichter auf die Türen kleben lassen zu wollen. Wie hier auf dem ersten Entwurf, den ich mal in einer ruhigen Minute schnell zusammengebaut habe. Ich finde, das wäre ein Riesenspaß, wenn ich sie so von der Schule abholen würde. Meine große Tochter findet das nicht so knorke und droht mir bereits, wenn ich so etwas peinlich unternehmen sollte. Peinlich, peinlich, ich höre immer nur peinlich. Teenager in der Pubertät und alte weiße Männer in der Midlife-Crisis, das nimmt sich eigentlich nicht viel. Ich werde ihr mal vorschlagen, dass wir gemeinsam Laboom 2 Die Fete geht weiterschauen. Da kann man mal sehen, was wirklich peinlich ist. Aber zurück zum Autokauf. Noch während wir in Südfrankreich sind, haben wir entschieden, dass wir den gesamten Kaufprozess erst starten, wenn wir wieder daheim in Deutschland sind. Wir wollen einen kurzen Urlaub genießen und nicht unzählige Fragen zum Auto nachgehen müssen. Zurück in München. Die Koffer stehen noch im Flur, aber wir sitzen bereits am Rechner und starten den Kaufprozess. Dazu nutzen wir den Empfehlungslink unseres Nachbarn Peter. Ein jeder Tesla-Fahrer hat einen solchen Empfehlungslink, den man an andere, die ein Tesla-Produkt kaufen wollen, weitergeben kann. Sowohl derjenige, der den Link weitergibt, als auch der Kunde erhält dabei eine Gutschrift, die man für Prämien und andere Vorteile einsetzen kann. Wenn man ausreichend Punkte gesammelt hat, kann man diese zum Beispiel zum Laden an Teslas Supercharger-Netz einsetzen. Also kurz den Link von meinem Nachbarn Peter kopiert und eingesetzt. Schon kann die Bestellung beginnen. Dann kurz auf die deutsche Tesla-Seite wechseln und das Modell auswählen. Wir entscheiden uns für das Standardmodell mit einfachem Hinterradantrieb, da dieses für unsere Ansprüche völlig ausreichend ist. Zudem sparen wir so fast 10.000 Euro gegenüber der Long-Range-Variante. Dieses eingesparte Geld geben wir lieber für Zubehör aus, was ein Tesla durchaus benötigt. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Weiter geht es zu den Finanzierungsoptionen. Wir wechseln von Leasing auf Barzahlung per Überweisung. Das hatten wir ja schon so entschieden. Unter Lackierung wählen wir die Standardfarbe Pearl White Multicoat, denn die anderen Farben reißen uns nicht so sehr vom Hocker. Gegebenenfalls wollen wir den Wagen ja ohnehin noch folieren lassen. Bei den Felgen entscheiden wir uns ebenfalls für den Standard. Die 19 Zoll Gemini-Felgen. Nach übereinstimmenden Fahrberichten bieten sie eine bessere Dämpfung und Reichweite als die sportlicheren 20 Zoll Reifen in Schwarz. Die silbernen Standard-Radkappen werden wir später im Aftermarket gegen sportlichere schwarze Radkappen austauschen. Winterreifen und Felgen lassen wir ebenfalls aus. Auch die kaufen wir später auf dem freien Markt. Die Anhängerkupplung brauchen wir auch nicht. Wenn sich das später nochmal ändern sollte, können wir sie ebenfalls jederzeit nachrüsten lassen. Innen entscheiden wir uns für eine schwarze Innenausstattung. Das gefällt uns besser als weiß. Die weiße Variante schaut zu sehr nach 80s aus. Miami Weiß lässt grüßen. Sitzanordnung 5. Hier kann man nichts anderes wählen, denn den 7-Sitzer gibt es in Europa derzeit nicht. Bleibt die Frage zu Autopilot, Enhanced Autopilot, ein volles Potenzial zum autonomen Fahren. Auch hier verzichten wir. Beides kann man später jederzeit per Software-Update nachkaufen und bei Nichtgefallen sogar nach einem Tag noch zurückgeben. Das war's dann fast schon. Die voraussichtliche Lieferung wird direkt angegeben. Weiter geht's zur Bezahlung. Ah ja, hier gibt's nochmal eine Zusammenfassung. Der Empfehlungslink wurde angewandt, alle Daten der Bestellung sind noch einmal aufgelistet. Auch die Premium-Konnektivität, die für 30 Tage inklusive ist. Danach kann man sich entscheiden, ob man sie für monatlich rund 10 Euro weiterhin nutzen mag, was die meisten wohl tun. Somit sind hier und heute 250 Euro Anzahlung fällig. Wir bezahlen kurzerhand mit Apple Pay.
Fertig, Bestellung ist abgeschlossen. Der Igel grüßt herzlich und zeigt die Rechnungsnummer an. Nun müssen wir direkt weiter und im Tesla-Konto anmelden. Kaum ist man drin, kann man seine Bestellung auch schon sehen. Also klick auf die Bestellung, die an dieser Stelle auf die Tesla-App im Smartphone verweist. Nun die App schnell laden und einrichten. Der Bereich für die Inzahlungnahme ist schnell gefunden. Wir beantworten alle Fragen zum Wagen und schießen einige Fotos unseres Autos vom Innenraum. Das alles laden wir über die App hoch. Das war's dann auch schon. Nun heißt es erstmal warten. Wir sind gespannt, wie das finale Angebot der Inzahlungnahme ausfallen wird und wie lange der Vorgang wohl dauern mag. Ich poste einen Beitrag dazu in der Model Y-Gruppe bei Facebook. Die Einschätzungen fallen erneut sehr unterschiedlich aus. Wir erfahren, dauert so 1, 2, 3 Tage. Preis? Jeder Wimpelhändler zahlt das Doppelte. Empfehlung? Also keine Zeit verschwenden und anders orientieren. Ein Teilnehmer berichtet von Unterschieden von bis zu einigen tausend Euro, wenn nicht gar 10.000 Euro. Ein Dritter berichtet hingegen das genaue Gegenteil. Wir sind verwirrt. Nichts Genaues weiß man nicht. Für uns nur eine sehr bedingte Hilfe. Eine Antwort macht mir Hoffnung. Da heißt es unter anderem, Tesla hat mir 1.200 mehr bezahlt als die Händler bei uns und es ist easy und kaum Arbeit. Wir haben die Bilder hochgeladen und wenn keine groben Schäden dran sind, bleibt das Angebot wie bei der ersten Mail eigentlich gleich. Andere suchen jeden Kratzer, die nicht. Ich bin gespannt, wie mag Tesla verfahren? Im Vergleich zum ersten vorläufigen Angebot sind bei unserem Wagen ja einige Fehlermeldungen dazugekommen. Wird das einen Abschlag zur Folge haben? Wir warten immer noch auf ein Angebot zur Inzahlungnahme. Was mag das heißen, dass uns noch nichts vorliegt? Sitzt da nun ein Gutachter und recherchiert, welche Kosten im Raum stehen? Wir sind weiterhin gespannt. Parallel checke ich die Angebote für Versicherungen. Das ist ebenfalls ein sehr weitreichendes Thema. Mit jeder Minute, die ich mich mit ihm beschäftige, stoße ich auf neue Fragestellungen. Das Angebot zur Inzahlungnahme liegt vor. Es entspricht dem ersten, vorläufigen Angebot. Wir sind freudig überrascht und überlegen, wie das alles wohl zusammenhängen mag und warum andere Interessenten angeblich kein so gutes Angebot bekommen haben. Am Ende sind das alles Spekulationen. Vielleicht möchte Tesla einfach Autos verkaufen und Kunden gewinnen, um auf jeden Fall zum Quartalsende wieder gute Wachstumszahlen vorweisen zu können. Vielleicht hat ein Gutachter den Schaden real bemessen und festgestellt, dass das alles recht schnell und einfach zu reparieren ist. Egal, wir nehmen das Angebot dankend an. Die Tesla-App rechnet umgehend den Preis der Inzahlungnahme an und wirft den restlichen noch zu entrichtenden Preis aus. Zahlbar innerhalb von 3 Tagen. Während meine Frau Melinda die Gelder transferiert, kümmere ich mich weiter um die Frage der Versicherung. Es ist ein längerer Weg mit etlichen Abwägungen und Entscheidungen, die man treffen muss. Doch am Ende des Tages haben wir eine Versicherung. Mehr dazu demnächst in einem eigenständigen Video. Wir haben das Geld flüssig gemacht und überweisen es. Ein Termin für die Übergabe des Autos wird auch schon automatisch eingestellt. Am Montag, 26. Juni, soll es soweit sein. Da wir den Wagen aus familiären Gründen gern vor dem Wochenende bei uns hätten, fragen wir per E-Mail nach, ob wir den Termin vorziehen können. Wenige Minuten später erhalten wir bereits den Rückruf. Klappt, kein Problem. Die Tesla-App zeigt an, dass wir alle Beträge überwiesen haben. Fehlen nun nur noch die Papiere, mit denen wir den Wagen anmelden können. Laut App können bis zu 5 Tage nach Erhalt des Geldes vergehen, bis die Papiere versandt werden. Gebannt schauen wir regelmäßig auf den Status in der App, aber noch tut sich nichts. Wegen der noch fehlenden Papiere sind wir ein wenig unruhig, aber eine freundliche Nachfrage später erhalten wir bereits die Info, dass die Papiere noch am gleichen Tag rausgehen und morgen bei uns eintreffen sollten. Kann man alles in der Tesla-App direkt nachvollziehen. Das ist vorbildlich. Ein Termin bei der Zulassungsstelle habe ich daraufhin schnell reserviert. Donnerstag kann ich vorbeikommen. Zwischendurch hat es heute auch noch an der Tür geklingelt. Der Paketbote liefert etliche Pakete mit Zubehör, das ich am Wochenende bestellt hatte. Was man aus meiner Sicht zum Start erwerben sollte, werde ich in einem der nächsten Videos erzählen. Der Bote von DHL Express klingelt bereits um 8.30 Uhr. Die Papiere zum Auto sind eingetroffen. Somit steht dem morgigen Termin bei der Zulassungsstelle nichts mehr im Wege. Heute werde ich unseren Tesla bei der Zulassungsstelle anmelden. Für mich ist das die erste Neuanmeldung, die ich selbst vornehme. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Und Donnerstagmittag, es ist 14 Uhr. Jetzt geht's hier zur Zulassungsstelle. Wir melden unseren Tesla an. Mal gucken, ob das gut klappt. Ich bin gespannt. So, der Wagen ist angemeldet. Jetzt müssen wir da drüben rüber. Autoschilder rücken lassen. Es geht relativ schnell hier in München. Ich hätte das gar nicht so gedacht. Ich bin halt von 20 Minuten durch. Mal gucken.
Das ging rasend schnell. Ich habe nun schon die Schilder parat. Die habe ich innerhalb von 2 Minuten bekommen da drüben. Das war schon. Der Wagen ist angemeldet und morgen können wir unseren Tesla abholen. Das Ganze geht sehr viel schneller als gedacht. Wie die Abholung verlaufen wird und wie die ersten Erfahrungen sind, werden wir dann in einem neuen Video präsentieren. Bis dahin, viel Spaß bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis.